Die Volkswagen-Sportgeschichte beginnt vor 20 Jahren. 10 aus den USA importierte Formel-V-Rennwagen auf der technischen Basis des Käfers haben Deutschland-Premiere. Auf dem Nürburgring starten die knapp 40 PS starken Monoposti mit dem 1,2 Liter VW-Motor zum ersten Rennen. Huschke von Hanstein, damals Porsche-Rennleiter, leistet für die neue VW-Rennklasse tatkräftige Starthilfe. Die preiswerte VW-Rennformel für den Nachwuchs gewinnt schnell an Popularität, erobert bald ganz Europa. Schon 2 Jahre später werden es über 500 Wagen sein, in 5 Jahren weltweit sogar über 3000. In München wird der Verband Formel V Europa gegründet. Der Formel V Express erscheint regelmäßig. Die Männer und Macher der ersten Jahre, Ulf von Malberg, Hans Strömel, Anton Konrad und Klaus Beck, Sven von Schröter. Auf den Bahamas treffen sich Europäer und Amerikaner zum Vergleichskampf. Senna-Lore Verna of Germany. Ein bisschen schmal und an den Seiten so ein paar Bocksteine. Der unvergessene Jochen Rindt ist einer der ersten Sieger. Die VW-Renner sind schlanker, schneller und stärker geworden. Der neue 1,3 Liter Motor des Käfers bringt im Renntrim bis zu 70 PS. Erfolgreichste Konstruktionen sind der Cayman und der Austro aus Österreich sowie Olympic und Fuchs aus Deutschland. Turbulente Bahamas-Szenen. Ein Regenschauer würfelt das ganze Feld durcheinander. Ein amerikanischer Pilot auf Abwägen. Stabilität und Knautschzone des VW Monoposto machen dabei einen überaus soliden Eindruck. Who needs brakes if you have a palm tree? Der Palmen-Crash geht in die Formel-V-Geschichte ein. Auch in den Folgejahren liefern Begebenheiten dieser Art immer wieder Stoff für Lachen, Spaß und gute Laune. Österreich bestätigt seine Rolle als führende Formel-V-Nation und stellt mit Dieter Quester den Sieger. Winner Dieter Quester of Austria. Tired, happy, but anxious about Sunday's race, the Grand Prix. 3 der erfolgreichsten Formel-V-Piloten aus der Saison 66-67. Die Österreicher Michael Wallecek, Günter Huber und Robert Rojkowski. Das Europachampionat steht fortan im Blickpunkt. Bis zu 100 Fahrer aus 10 Nationen bewerben sich um den hochdotierten Titel. Deutschland und die skandinavischen Länder haben technisch und fahrerisch Anschluss an Österreich gefunden. Die Rennen werden immer härter und turbulenter, die Motorleistung und das Preisgeld immer höher. Dr. Helmut Marko wird zum Superstar der Jahre 68-69. Die Kölnerin Hannelore Werner fährt respektlos bei den schnellsten Männern im Spitzenpulk mit. Ein Europalauf im englischen Thruxton. Die Konkurrenz ist stärker und internationaler denn je. Auch eine USA-Abordnung fährt jetzt im Europacup mit. Leistung und technisches Niveau steigen weiter. Der Preis für das rennfertige Auto bleibt trotzdem unter 10.000 Mark. In 1968 there were no less than 25 races for Formula V's. And today there are some 70 Formula V racing cars of a wide variety of makes in the British Isles. The course is 2.35 miles long and very fast. The Formula V's can clock average lap times of 90 plus. In Vienna, Cayman carried off the honors. Here it is the Austro V's turn. The winner... Sieg für das Österreich-Trio Gerold Pankel, Helmut Marko und Werner Riedel. Beim vom Regen geprägten Euro-Rennen auf der Südschleife des Nürburgrings fährt erstmals ein Kamerawagen mit. Auf der tückisch glatten Strecke geraten viele Fahrer ins Abseits, weil sie Kurven zu spät anbremsen oder einfach ihr persönliches Limit überschreiten. Nürburgring
Der Zieleinlauf bringt die Sensation. Der Amerikaner Bill Scott siegt in seinem ersten Rennen auf dem Ring. Die erfolgverwöhnten Europäer können nur staunen. Freude und Stolz dagegen beim damaligen VW-Vertriebschef Dr. Hahn, der die populäre VW-Formel von Amerika nach Europa holte. Die erfolgreichen drei, Scott mit Siegerkranz, Huber und Riedel leicht irritiert. Weitere Stationen. 1969 holt Alfred Vogelberger auf Olympic die Europameisterschaft nach Deutschland. Im selben Jahr fahren die späteren Formel-1-Piloten Marco und Lauda auf der Nordschleife des Nürburgrings erstmals unter 10 Minuten. 1970 erhält der Österreicher Erich Breinsberg die Euro-Trophäe. Breinsberg leitet mit einer Rekordrunde am Ring 1971 auch eine neue Dimension im VW-Sport ein. Formel Super V 220 km pro Stunde Spitze, 1,6 Liter VW-Motor, Rennauto pur. Es folgen die Jahre der berühmten und faszinierenden Super-VW-Schlachten. Bald leisten die VW-Rennwagen über 150 PS, bleiben aber dennoch preiswert. Große Fahrernamen prägen die wilde Super-V-Ära. Jochen Mass, der bald in die Formel 1 aufsteigt. Gregor Kronegard. Manfred Schurti, der später Porsche-Werksfahrer wird. Kenneth Pearson. Freddy Kotulinski. Keke Rosberg, 8 Jahre später Formel 1 Weltmeister. Helmut Hensler. John Nielsen.